Was für eine Schande, dass im 21. Jahrhundert die Menschen auf diesem Kontinent immer noch so ausgebeutet werden und das auch für unseren Konsum. Wir wollen das jetzt nicht kleinreden, wenn wir zum Schluss der Sendung fragen, gibt's auch positive Nachrichten aus Afrika? Shafak Larai, unsere Korrespondentin, meint ja. Und ich verrate erstmal nicht, wo sie sie findet. Sanfte Hügel, sattes Grün, glückliche Kühe. Hier ist die Welt in Ordnung. Hier? Im Werbeclip für die Schweiz oder wie? Wir sind aber nicht in der Schweiz. Wir sind in der Demokratischen Republik Kongo. Und zwar in einer Region, die seit Jahren geprägt ist von Kriegen und Konflikten. Aber warum gibt's ausgerechnet im Kongo Schweizer Kühe, frage ich mich. Die Kühe, die Milch, der Käse, das sei ihre Art des Widerstandes. Widerstand gegen die Rebellen, sagt Damian Safari. Denn die Hügel hier wurden schon oft überfallen. Seit fast 3 Jahrzehnten kämpfen Rebellengruppen gegeneinander und gegen die Armee. Es geht um Geld und um Macht, weil es in den Bergen Gold, Diamanten und alles Mögliche Wertvolle gibt. Während der Kämpfe seien ihre Kühe oft getötet oder geklaut worden, sagt Damian Safari. Aber sie hätten dann immer wieder von vorn angefangen. Die Milch muss schnell in die Käsemanufaktur, Transport auf Kongolesisch. Zugegeben, das deutsche Gesundheitsamt hätte den einen oder anderen Einwand. Doch Reinheit ist ja irgendwie auch Auslegungssache. Hier bedeutet Reinheit keine Chemie, sagt Käsemeister Boniface Nishimye und rührt geheimnisvolle Pülverchen in die Milch. Wir machen hier Gouda, so wie es uns die belgischen Priester vor vielen Jahren beigebracht haben. Sie haben hier damals auch Feta, Camembert und Gruyère gemacht. Dafür haben wir jetzt nicht mehr das Werkzeug. Wir machen Gouda. Und zwar sehr guten, sagt er, und rührt und schaufelt. Im Regal stehen schon die ausgereiften, fertig für den Versand. 17 Kilo produzieren sie hier am Tag und beliefern das ganze Land. Gouda ist sehr gefragt im Kongo und seiner sei ganz besonders köstlich. In unserem Gouda steckt viel Liebe. Ich habe eine Arbeit und kann meine Familie ernähren, so wie die anderen hier auch. Das bedeutet uns sehr viel. Deshalb will ich mein Wissen auch immer weitergeben, damit uns diese Arbeit erhalten bleibt. Und dann darf ich endlich probieren. Ja, wie ein sehr milder Gouda, etwas weicher in der Konsistenz. Ein, wie soll ich sagen, friedlicher Käse. Alles ganz nach dem Motto, make cheese, not war.